Am Anfang konnte ich auch nicht gerade Fußball spielen, oder ich habe zuerst ein bisschen Tennis gespielt. Und dann, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, haben sich eigentlich alle gefreut und sind auch immer an den Spielen dabei gewesen. Also ich bin immer unterstützt worden. Und es ist halt auch so, dass meine Eltern haben sich früh getrennt haben. Und dann ist es halt immer noch ein bisschen schwer, zuhause, wenn man halt als Kind dazwischen steht. Und dann hat mich auch irgendwie der Fußball immer ablenken. Aber ich habe gewusst, dass, oder das Schöne war, dass immer genau der Fußball uns als Familie wieder verbunden hat. Und auch genau dann war einfach alles gut gewesen, weil einfach alle nur da waren, um zu schauen, wenn ich shoot oder halt wie mein Bruder shootet. Und ja, das sind eigentlich so die schönen Momente. Und das ist halt auch, dass meine Mama ist immer die gewesen, wo wenn ich jetzt nicht gut gelungen bin, halt, weil irgendetwas nicht geklappt hat, ist sie die, die mich immer daran erinnert, wieso ich da stehe und dass ich gut bin und dass ich an mich glauben sollte. Und mein Dad ist eigentlich immer so der, der mir Tipps gibt und sagt, was ich besser machen muss. So ein bisschen der, der mich versucht, der Trainer zu sein. Aber es sind auch wirklich gute Tipps, die ich dann probiere umzusetzen. Und mein Bruder ist immer ein bisschen der, der mich wieder so abholt und mich daran erinnert, woher ich oder woher wir kommen. Und dass es eigentlich nicht also normal ist, dass man das alles erleben kann. Und halt, er sagt mir immer wieder, ich soll es einfach geniessen, den Moment, wo ich kann auf dem Platz verbringen kann. Und auch so wie oben eigentlich. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist eigentlich, also ich hatte viele schöne Momente gehabt, also auf dem Platz. Und, aber der schönste Moment war irgendwie, wo also am Zypern-Cup, wo wir dann alle zusammen im Bus waren und halt nach dem Finale ums Finale gewonnen haben und alle einfach am Singen sind und sich freuen. Und das ist so der Moment, wo ich einfach ruhig bin und einfach den Moment genieße und denke, wie schön es eigentlich ist, mit diesen Leuten im Team zu spielen, mit diesen Leuten einfach Zeit zu verbringen. Ich meine, es ist viel Zeit, die man investiert für den Fußball. Und das sind einfach die Menschen, die man die Zeit teilen kann, und das ist etwas super Schönes.